Willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video werden wir eine detaillierte Überprüfung des KF-21 vornehmen, dem fortschrittlichsten Kampfjet Südkoreas. Wenn Sie an solchen Videos interessiert sind, können Sie meinen Kanal abonnieren und meine Videos mögen, um mich zu unterstützen. Lass uns anfangen. Die Konstruktion der KF-21 Kampfjets spiegelt einen modernen Ansatz wider, der das Design, die Aerodynamik und die Stieltfunktionen kombiniert. Der Jet ist mit einer Reihe innovativer Merkmale ausgestattet, die die fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten der südkoreanischen Verteidigungsindustrie widerspiegeln. Das Design des KF-21 basiert auf dem Prinzip der Kontinuität von Oberflächen. Gemäß diesem Prinzip sollte die äußere Oberfläche des Jets so glatt und unterbrechungsfrei wie möglich sein. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit der Erkennung durch Radar und reduziert auch das Risiko der visuellen Erkennung, indem weniger Schatten geworfen werden. Der Körper des Jets besteht aus Verbundwerkstoffen und ist dank der Verwendung von neuen Materialien wie kohlenstofffaserverstärkten Polymeren sehr leicht. Dadurch wird dem Jet eine hohe Manövrierfähigkeit und ein geringerer Kraftstoffverbrauch ermöglicht. Die Flügel des KF-21 sind im Vergleich zu anderen Kampfjets länger und haben eine geringere Flügelhöhe. Dies ermöglicht dem Jet, mit höherer Geschwindigkeit zu fliegen und weniger Zeit in der Luft zu verbringen. Die Spitzen der Flügel sind leicht nach oben gebogen, um insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten eine bessere Steuerung der durch den Flug erzeugten Luft zu ermöglichen. Das Design des KF-21 ist auch als Form mit geringer Beobachtungsfähigkeit bekannt. Der Körper und die Flügel des Jets sind speziell entworfen, um die Reflexion von Radarsignalen zu reduzieren. Darüber hinaus sind die Auspuffe des Motors so konzipiert, dass sie auch einen Schutz vor Infrarotstrahlen bieten. Insgesamt ist der KF-21 Kampfjet ein innovatives Design mit modernen technologischen Merkmalen. Die aerodynamischen und Stieltfunktionen des Jets sowie seine hohe Manövrierfähigkeit, hohe Geschwindigkeit, Vielseitigkeit für Mehrzweckansätze und geringe Beobachtungsfähigkeit sind alle darauf ausgelegt, einen erheblichen Vorteil im Kampf zu bieten. Das Cockpit des KF-21 Kampfjets ist mit modernen Technologien ausgestattet und verfügt über ein Design, das es Piloten ermöglicht, ihre Aufgaben effektiver zu erledigen. Zu den fortschrittlichen Technologien, die im Cockpit verwendet werden, gehören Multifunktions-Touchscreens, fortschrittliche Sichtsysteme und Virtual-Reality-Technologie. Im Cockpit des KF-21 gibt es zwei Hauptmultifunktions-Touchscreens. Diese Bildschirme ermöglichen es den Piloten, während des Fluges auf alle benötigten Informationen zuzugreifen. Einer der Bildschirme zeigt Fluginformationen, Motorleistung und andere wichtige Informationen, während der andere mehr taktische Informationen wie Waffensysteme und Radardaten anzeigt. Das Cockpit verfügt auch über fortschrittliche Sichtsysteme, die den Piloten während des Fluges einen besseren Blickwinkel ermöglichen. Insbesondere bei Nachtflügen oder schlechten Wetterbedingungen erhöhen diese Systeme die Sicherheit der Piloten. Im Cockpit des KF-21 wird auch Virtual Reality Technologie verwendet. Diese Technologie ermöglicht es den Piloten, während des Fluges die Position von Objekten in der realen Welt virtuell zu sehen. Zum Beispiel können Piloten die Position von realen Objekten virtuell verfolgen. Das Cockpit des KF-21 Kampfjets ist mit modernen Technologien ausgestattet, die es den Piloten ermöglichen, in weniger Zeit auf mehr Informationen zuzugreifen und während des Fluges einen besseren Blickwinkel zu haben. Der KF-21 Kampfjet ist mit fortschrittlichen Schutzsystemen und Radartechnologie ausgestattet. Die Schutzsysteme des Kampfjets sind darauf ausgelegt, Bedrohungen in der Umgebung des Jets zu erkennen und Verteidigungsmaßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus ist die Radartechnologie des Jets äußerst fortschrittlich und bietet den Piloten eine hochpräzise Zielidentifikation und Trackingfähigkeit. Das wichtigste Schutzsystem des KF-21 Kampfjets ist das elektronische Kriegsführung (EW)-System. Dieses System erkennt und identifiziert elektromagnetische Wellen in der Umgebung des Jets. Anschließend wird die Fähigkeit des Systems zur Störung des Ziels genutzt, um Schutzmaßnahmen gegen Bedrohungen zu ergreifen.
Das System erzeugt elektromagnetische Wellensignale, um das Ziel zu stören, was es feindlichen Radarsystemen erschwert, Ziele zu identifizieren. Darüber hinaus verfügt der KF-21 Kampfjet über ein fortschrittliches Radarsystem. Das aktive elektronische Strahlablenkung, ESA, Radar hat eine hohe Präzision bei der Identifikation und Verfolgung von Zielen. Das Radarsystem kann Ziele aus großer Entfernung erkennen und liefert die für das Verteidigungssystem des Jets erforderlichen Daten. Auf diese Weise können Piloten eine bessere Zielidentifikation durchführen und Bedrohungen besser verfolgen. Der KF-21 Kampfjet umfasst auch Infrarot-, IR-Sensoren und lasergestützte Markierungssysteme. Diese Systeme ermöglichen es dem Jet, feindliche Ziele zu erkennen und zu verfolgen. IR-Sensoren sind empfindlich auf die Temperatur von Zielen und können Bedrohungen erkennen, indem sie die Hitze von feindlichen Flugzeugmotoren oder Raketen erkennen. Lasergestützte Markierungssysteme ermöglichen es dem Jet, Ziele mit Laserstrahlen zu markieren und die Raketen des Jets präzise zu lenken. Der KF-21 Kampfjet umfasst auch ein fortschrittliches autonomes Flugsystem und ferngesteuerte Waffensysteme. Diese Systeme ermöglichen es dem Jet, seine Missionen effektiver zu erfüllen und die Sicherheit der Piloten zu erhöhen. Die KF-21 Kampfflugzeug hat die Fähigkeit, verschiedene Waffensysteme zu verwenden. Diese Waffensysteme umfassen Luft-Luft-Raketen. Die KF-21 kann verschiedene Luft-Luft-Raketensysteme wie AMRAAM, Advanced Medium Range Air-to-Air-Missile und Zeitwinder einsetzen. Diese Raketen werden verwendet, um feindliche Flugzeuge in der Luft abzuschießen. Luft-Boden-Raketen. Die KF-21 kann verschiedene Luft-Boden-Raketensysteme wie JDAM, Joint Direct Attack Munition, JO, Joint Standoff Weapon und Taurus einsetzen. Diese Raketen werden verwendet, um feindliche Ziele vom Boden aus anzugreifen. Kanonen. Die KF-21 Kampfflugzeug kann mit 20mm und 30mm Kanonen ausgestattet werden. Diese Kanonen werden verwendet, um feindliche Ziele aus nächster Nähe auszuschalten. Bomben. Die KF-21 kann verschiedene Bombensysteme wie MK-82 und MK-84 einsetzen. Diese Bomben werden verwendet, um feindliche Ziele vom Boden aus anzugreifen. Die KF-21 kann mit diesen Waffensystemen verschiedene Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel werden Luft-Luft-Raketen eingesetzt, um feindliche Flugzeuge anzugreifen, während Luft-Boden-Raketen verwendet werden, um feindliche Militärbasen, Luftverteidigungssysteme oder andere strategische Ziele anzugreifen. Kanonen und Bomben können zur Bekämpfung von feindlichen Bodentruppen oder strategischen Zielen eingesetzt werden. Die KF-21 Kampfflugzeug enthält auch ein fortschrittliches Avioniksystem und ferngesteuerte Waffensysteme. Diese Systeme ermöglichen es dem Flugzeug, seine Aufgaben effektiver zu erfüllen und erhöhen die Sicherheit der Piloten. Der KF-21 Kampfjet wird von zwei General Electric F414 Turbofanmotoren unterstützt. Diese Motoren liefern insgesamt 22.000 Pfund Schubkraft und der Jet kann eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 1,8 erreichen. Die Reichweite des KF-21 Kampfjets variiert je nach Last- und Flugbedingungen. Wenn er mit Kraftstofftanks verwendet wird, kann die Reichweite des Jets bis zu 2900 Kilometer betragen. Der Jet kann auch eine Geschwindigkeit von 1833 Kilometern pro Stunde in einer Höhe von 8000 Metern erreichen. Dank moderner Avioniksysteme und Sensoren verfügt der KF-21 Kampfjet über eine hohe Manövrierfähigkeit und ist mit Tarnkappentechnologie ausgestattet. Darüber hinaus verfügt der Jet über die Fähigkeit zur Luftbetankung, was seine Reichweite weiter erhöhen kann. Insgesamt hat der KF-21 Kampfjet mit seiner hohen Leistung und breiten Palette an Waffensystemen die Fähigkeit, Aufgaben in modernen Kriegsgebieten zu erfüllen. Vielen Dank für das Anschauen des Videos. Wir sehen uns in einer anderen Überprüfungsvideo. Auf Wiedersehen!